Jo Leute, was geht denn damit? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Freunde, das hier ist Folge Numero Dos der FC Schalke 04 FIFA 23 Karriere. Ihr habt gewartet, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da, der Support auf der ersten Folge war geisteskrank. Macht genauso weiter, Spielervorschläge, Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare und natürlich ein Like da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr das Video hier seht und im Stream dabei sein wollt, dann bin ich heute Abend live. Das Ganze ist ja ein Livestreaming-Projekt für die nur YouTube-Zuschauer. Also gerne heute Abend auf Twitch vorbeischauen. Ab ca. 18 Uhr bin ich live auf meinem Twitch-Kanal. Da geht's weiter mit der Schalke-Karriere. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Part Numero Dos. Rüdiger Rammel hat Sachen gemacht. Viel Spaß. Okay, Freunde, wir sind back. Polter, schwache Leistung. Warum? Zuletzt war Polter richtig gut drauf, doch seine Leistung im Spiel von Schalke gegen Hamburg waren eine Enttäuschung. Tja, gut geht anders, sagte er. Okay, chill doch. Nein! Moin. Komm rein ins Büro, wir müssen mal reden. Wir müssen mal reden. Du! Du kommst hier rein und willst Henning Matriciani kaufen und gibst mir Manuel Intim. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Das Gefühl, deine Frau hätte mit dem mal intim werden müssen, wenn du hier so Scheißangebote machst. Tauschspieler entfernen. Neue Transfersumme. 223,24 Millionen. Und jetzt können wir reden. Ja, du F***er. Unter deinen scheiß Kaffee habe ich dir auch reingepisst. Kannst direkt nach Hause fliegen nach Frankreich. Klares Statement setzen. Wichtig, Chat. Wichtig, klares Statement setzen. Will der hier Henning Matriciani kaufen? Ich höre, also, Wahnsinn. Was ist da los? Gerhard Rammel. Exclusive. Kern is interested in signing Matriciani, but Rammel wants 223 million. Kern is now out of the race. Zinedine Zidane, Henning ist mein 04. Lieblingsspieler und wenn darf er nur zu David Wagner. Nein, der bleibt da, wo er ist. Sky Sport News. Keke Top droht, Rammel mit Wechsel. Top möchte mehr Einsatzzeit. Via Keke Top Twitter. Wo bleibt mein Tobi in der Startelf? Wie kann der Trainer so blind für Qualität sein? Jeder sieht das doch, dass mein Tobi kaputt geht auf der Bank. Banger. Einer hat den Onkel von Tobi Moore gemacht. Keke Top at the press conference today. I have no offer from Schalke at this moment. Scheiße, Digga. Ich muss wirklich... Ich hoffe, der geht ran, Digga. Scheiße, ich habe Keke ganz vergessen. Ich habe auf den Nachwuchs geschissen. Grüß dich, Amigo. Grüß dich. Was lese ich da an der Presse? Wechselwunsch hinterlegt. Was laberst du? Ja, Pressekonferenz. Unzufrieden mit der Spielzeit. Ich bin immer zufrieden, Coach. Solange wir gewinnen, bin ich zufrieden. Haben sie dich da falsch zitiert, oder was? Ja, die sind Quatsch, du kennst die Medien von heute. Keke, das kann nicht sein. Wir gewinnen die ersten Spiele hier alle. Simon Terodde ist in der Form seines Lebens, da musst du dich hinten anstellen. Ich hab doch heute gemacht, sogar gegen Augsburg, habe ich gelesen. Ja. Bin ich da, 86. Minute, war? Ja, bist du da. Super Sub. Super Sub da. Ja, natürlich. Pace-Note wechselst du da. Ja. Zeig mal dem Chat, wie du nach vorne gehst. Ja. Keke, wir haben jetzt ein bisschen nett hier rumgelabert, alles schön und gut. Es geht ums Finanzielle. Es geht ums Finanzielle. Neuen Vertrag. Neuen Vertrag? Ich würde gerne mit dir reden. Ja. Weißt du, was das Traurige ist? Wenn ich nach deinem Spieler suche, sortiere ich immer von Gesamtstärke niedrig nach hoch. Ja, es ist nur der Anfang. Ist nur der Anfang, sage ich nämlich auch. Also. Zeiten werden sich ändern. Vertragsverhandlung. Machen wir. Guck dir das mal an. Das ist das Café, wo ich die Jungs immer einlade. Da kommst du jetzt. Boah, ist der hübsch. Dein Berater, ist der freundlich? Das ist ein sympathisches Kerlchen. Ja? Okay, guck dir mal hier die Erdbeertörtchen an, die sind ganz lecker, kannst dir eine nehmen, ne? Hast du selber gemacht oder hat Mami gemacht? Ist ehrlich? Gekauft. Hör doch mal die Musik im Hintergrund! Ist so eine coole Musik. Ist ein Vibe einfach. Ich höre sie nicht. Ich möchte schon Rotation, ne? So ist nicht. Rotation? Willst du mich Digga, hier sind wir bei Wünsch dir was oder was? Ja, wir haben vier Stürmer im Kader. Der eine rennt 36 km/h, der zieht dich zweimal über den Acker, der andere ist unangenehm und wuchtig und der andere ist Simon Terodde über 8 Tore nach 3 Spielen. Meinst du Brian mit 36 km/h? Ah jo, der ist ein Fisch. Also ich sag dir jetzt was, okay? Ich würde nicht auf Perspektivspieler gehen, weil ich dich nicht disrespekten möchte. Boah, das wäre schwierig. Sporadisch. Coach, ich muss... Sporadisch! Ja, wenn du mich da mal reinschmeißt, dann ist es in Ordnung. Ich schmeiß dich rein, versprochen, Ehrenwort. Schüttel mir die Hand. Wir sind drin. Dein Berater kommt hier mit 3 Jahren um die Ecke, hatten wir abgesprochen, oder? Ist gut, 3 Jahre Verlängerung. 3 Jahre ist gut. Ist okay, machen wir ganz schnell. Freigabesumme machst du nicht, oder? Ich meine, wenn du wechselst, dann kriegst, soll der Verein auch Geld verdienen, oder? So einen Quatsch haben wir gar nicht an. Wichtig, Freigabesumme übergehen. Viel zu viel Kopfschmerzen. Ja, ist auch unnötig. Dann sagt auf einmal der Berater hier, weiß ich nicht, da hat einer angerufen, das ist ja scheiße. Nee,
Gehalt. Da wird's interessant. Da wird's interessant. Also ist jetzt vielleicht ein kleiner Downer zum Beginn hier, ne? Ich halte mal dein Gesicht hier drauf, damit die Jungs deine Reaktion sehen. Rate mal, was du aktuell für ein monatliches Gehalt hast. 500. Nee, das ist dein wöchentliches Gehalt. Müssen wir ein bisschen höher gehen, ne? Müssen wir ein bisschen höher gehen. Sag mir eine Zahl. Was schlägst du vor? Ich habe gesagt, sag mir eine Zahl. Machst du's dann oder wie sieht's aus? Wir gucken mal. Gehen wir schon ins Vierstellige? Guck mal. Keke, ich mach jetzt auch mal hier die Musik aus. Hier läuft so ein kleines Gerudel im Hintergrund. Guck mal. Du bist ein junger Hüpfer, ne? Ja. Und ich gebe dir jetzt zwei Weisheiten mit für dein Leben. Weisheit Nummer 1, kenn deinen Wert. Ja, deswegen. Weisheit Nummer 2, du entlässt deinen beschissenen Berater. Du kannst doch hier nicht als Top-Talent um die Ecke kommen und mich so kleinlaut fragen, ja Coach, werden wir denn vierstellig? Eigentlich muss mein Berater sich darum kümmern, ne? Ja, eigentlich ja, das ist scheiße. So, ich sag dir jetzt was. Wir machen da 1500 raus, 1500 die Woche, das verdreifacht, da bist du bei einem monatlichen Gehalt, lass mich kurz rechnen, 6000 monatlich. Gib mir den Stift. Und du denkst, gut, habe ich nicht mit gerechnet, pass auf, zum FIFA-Start. Ja. 1000 Euro PSN. 1000 Euro PSN? PSN, für die Packs, haben wir einen Deal. Bekomme ich oder muss ich abgeben? Nein, bekommst du. Gib mir den Füller. Ich bin hier. Digga, das Ding steht so fest wie das Bein in der Kirche. Lass mich doch nicht hängen jetzt. Warte, ich bin hier gerade am Zocken. Wie, was muss ich machen? Handgame! Here we go. Und da kommst du raus. Faires Angebot, Klient ist zufrieden. Wechsel deinen Berater und jetzt geht's nur noch um Sport. Jetzt geht's nur noch um Sport. Jetzt muss ich erstmal mein Wert wieder, ich muss das Vertrauen zurückschenken, richtig? Genau. Ich wünsch dir einen schönen Abend, mein Freund. Jetzt kannst du auch, gib nicht das Geld direkt alles beim ersten Abend aus, ne? Mach ruhig. Ich lass dir ein, Coach. Ich lass dir ein. Ja, ich komm auch. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der Trainer dann auf der Feier mit dabei ist und... Weißt du, du füllst mich ab. Party dann, den Coach. Alles rein hypothetisch natürlich. Nicht, dass wir sowas im echten Leben machen würden. Machen wir nicht. Dann schönen Abend. Wenn du den Tisch reserviert hast, sag mir gerne Bescheid. Ich bringe auch noch mal ein Getränk mit. Ey, mein Chat sagt mir gerade, da steht, du hast 90 plus Potenzial. Digga, warum kriege ich so wenig Gehalt, Coach? Weil ich dich gescannt hab, Junge. Und jetzt ab ins Bett. Scheiße, habe ich den ausgenommen wie eine Weihnachtsgans? Ich habe aufgelegt. 90 plus Potenzial, der kriegt 4 Jahre lang 6000 im Monat. Ja! Nein. Hertha BSC! Ist das noch Freddy Bobic oder bist du schon neuer? Henning Matriciani? 300 Millionen. Dann verpiss dich halt, Mann. Top meldet sich 3 Wochen ab, gelben Schein, Ohrläppchen gesetzt. Kicke, gerade war ein bisschen hart, ich weiß. Gerade war ein bisschen hart, aber nächstes Spiel Startelf. Kicke, nächstes Spiel Startelf. Spieltag 4 in der zweiten Liga. Marius Müller hat mir geschrieben. Warte, ich muss das obere mal zuhalten. Den neuen Keeper, den Schalke geholt hat. Wie Ralle im Tor bei Karrierestream. Einer direkt sauer. Direkt angepieselt. Aber ich habe ihm gesagt, ich spiele Pokal. Also alles gut. Keke Top in der Startelf. Vielleicht wird es eine Keke Top Masterclass. Domme Drexler. Terodde. Keke Top! Oh, da war er fast. Oh Jan und Inshallah. Henning. Feuerbein! Oh. Oh. Digga, Riesenbock von Henning. Riesenfehler von Henning Matriciani. Rufen Hennings, ich krieg Flashbacks. Erste Niederlage. Auch geile Grafik, EA Sports, da links oben. Düsseldorf gewinnt auf Schalke. Also die Doppelspitze da vorne. Schwer. Wie wird sich das Spiel auf ihr Selbstbewusstsein auswirken? Unser Selbstbewusstsein ist toll. Super Truppe, Jungs unterstützen sich gegenseitig eben. Eben. Warum hat ihr Team kaum auf den Rückstand reagiert? Weil wir mit 10 Mann gespielt haben, weil Keke Top scheiße ist. Nein, habe ich nicht gesagt. Nur gedacht. Viele waren erstaunt, dass sie Salazar heute als linke Flügelspieler gebracht haben. Wie fanden sie auf diese ungewohnten Position? Sind sie mit der Leistung zu... Oh Gott. Coach. Keke. Zweites Volks, bitte. Danke. Keke. Guck mal, und das ist... Und deshalb sage ich immer... Fangt nicht in diesem Rattengeschäft Fußball an. So geht's nämlich los. Die nächste Stufe kommuniziert er nur noch mit dem Berater über mich. So geht's nämlich los. Spielt scheiße, zweite Chance bitte. Weiß ich nicht. Also, finde ich schwer. Ich sag dir, Keke, ein Schmutzspiel noch von dir. Und du findest dich in der Situation wieder. Ein Update für dich. Auto vom Uth und von Mascarell stehen am Arena-Ring. Müssen wohl total demoliert sein, sind nicht mehr fahrbereit. Den Büskens haben sie im Arsch getreten. Den Gramozis haben sie in die Fresse gehauen. Der Suat Serdar ist mit einem vom Sicherheitsdienst abgehauen. Ich gebe dir 2 Spiele. Thomas Müller ist zu Barcelona gewechselt. Wir gehen rein bei Tim Skarke. Und ich hoffe, ich kann Union da auseinandernehmen. Ich hoffe, das wird nicht so ein I prefer not to speak Ding. Wer kommt denn da jetzt rein? Ist es der Urs? Hä?
Ja, ist nicht ganz Urs Fischer, ne? Muss man mal ganz offen und ehrlich sagen. Weiß ich nicht, ob das Urs Fischer ist. Ich freue mich auch aufs Meeting. Also, Tim Skarke, wir wissen, ne? Letztes Mal war da ein bisschen Stress. Gab es diesen einen YouTuber aus Herne. Da ein bisschen Stress gemacht, ne? I prefer not to speak. Du weißt, wie es ist. Schalke Insight sagt seit 3 Wochen, Transferziel Nummer 1. Transfer Nummer 1. Tim Skarke, wir müssen uns langsam mal einig werden. Ist jetzt mittlerweile schon Ende August. Der Mann hat einen Marktwert von 2,2 Millionen. Können wir natürlich nicht ganz zahlen. 1,9. Seid ihr zufrieden? Sind wir zufrieden? Und dann gibt es auch keinen Stress. Der Tim will bei uns auf Schalke spielen. Und ich kann es auch verstehen, dass ihr jetzt hier rumverhandelt, ne? Ihr wollt natürlich jetzt auch mal so ein bisschen von oben runtertreten. Ihr spielt jetzt mittlerweile in der Champions League. Wir spielen in der zweiten Bundesliga. Aber es sind 1,9 Millionen. Was? 1,9. Ja, nee, nee. Auch hier nicht um 50.000 nochmal rum. Urs. Bist ein bisschen älter geworden. Die Ohren funktionieren nicht mehr so gut wie vorher. 1,9. Ich hab 3,9. Hab ich 3,9 ge... Ich hab 3,9 ge... Oh. Und ich sag zu dem, er ist alt und senil, aber ich bin's selber. Ich sag euch ehrlich, der Rüdiger Rammelstuhl fängt an zu wackeln. Müssen wir am letzten Transfertag nochmal verhandeln. Müssen wir nochmal rein. Ich freue mich auf die Vertragsverhandlungen. Ah, das Geld hast du mir gespart, du Geizhals. Halt's Maul, Bro. Ich hab Probleme. Schnelle Simulation bei Karlsruhe Stindl. Okay, Keke. Ja, ich hab's dir versprochen. Ich hab's dir versprochen. Ich hab's dir versprochen. Aber jetzt zeig auch was. Eieiei, Bro. Du wurdest ausgewechselt für Polter und der hat das Ding gemacht. Und du bist verletzt! Nein. Keke ist verletzt. Keke. Wo drückt der Schuh? Ah, Brennung am Schenkel. Aber auch beim Fußballspielen zugezogen, hä? Ja, ja, ja. Alles gut. Alles gut, alles gut. Nichts passiert. Halb so wild. So, also ich muss jetzt hier rein verhandeln. Digga, das ist auch ein schwerer Gang. Ich gehe da jetzt hin. Gutes an. Ich gehe da jetzt hin. Hallo Tim, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du hier in Gelsenkirchen bist. Komm rein, Tim. Da setzt er sich hin. Und dann sagt er, Rolle im Kader möchte ich wichtig. Und dann sage ich, Verhandlung beendet. Oh, wie er guckt! Oh mein Gott, wie er guckt! Ja, Bro, ich habe mich verdrückt. Das Geld haben wir nicht. Ich kann doch nicht mehr reinbieten. Ich hoffe, ich kann am letzten Transfertag reinbieten. Usman Dembele geht zu Liverpool. Und Frank Fabra für 7 Millionen zu Hertha. Tim Skarke, dir geplatzt. I prefer not to speak. Hab da so viel Quatsch erfahren im Hintergrund, was da alles abging. Muss ich mir irgendwann mal überlegen, ob ich da mal im Stream drüber rede oder ob ich wieder keine Unruhe machen will. Glatty Pole. Rammel will be sacked soon. The chair is going to break soon. Main reasons. Defeat to Düsseldorf. Draw against Karlsruhe. Skarke, dir crashed. New coach will be presented soon. Sportbild. Tim Skarke Deal in den ersten 20 Sekunden der Wandlung gescheitert. Deal endgültig gescheitert. Streamer kündigt Ansage im Stream an. Ey, Simon Terodde! Schon wieder Doppelspitze, du Vollidiot. Von einem Trainer stelle ich mich endlich allein als Schirmein, sonst verlasse ich den Verein. Bro, chill. Rammel mit dem nächsten Bock. Verwechselt bei der Ablöse Brutto und Netto. Kennt man auch irgendwo. Ihr habt da so viel Quatsch erfahren, was da im Hintergrund abging. Oh mein Gott. Dann versuche ich Hollerbach einfach zu leihen. Dann behalten wir Mohr noch. Ich versuche Hollerbach zu leihen. Das wäre eigentlich ganz big. Aber ohne Option. Chat, wir versuchen's. Tobi Mohr. Hollerbach. Vielleicht kriegen wir da was Cooles hin. Dadurch, dass Gladbach den jetzt gerade erst gekauft hat, ist doch eine Leihe mit Option unrealistisch. Also würde ich sagen, wir machen einfach eine Einjahresleihe. Okay, Gehaltsaufteilung. Ich weiß ja gar nicht, was der für ein Gehalt bekommt. Was macht man denn da für ein Gehaltssplit? Ich versuche... Ah, jetzt sieht man's. Ja, der kriegt ja nichts an Gehalt. Ich versuche mal 45-55. Perfekt. Ja, nice. Ja, Chat... Dann haben wir noch einen stabilen Deadline-Deal-Day. Ach Mann, warum sage ich das immer falsch? Deadline-Day-Deal. Was mache ich denn? Ja, let's go. Das ist er, oder? Das ist Hollerbach. Ist er das? Ja, perfekt. Perfekt. Ich glaube, dann steht der Kader auch erstmal. Ich glaube, dann steht es wirklich erstmal. Da wird er begrüßt, unser neuer Mann. Letzte Saison richtig geballt in Liga 3. Auf den freue ich mich. Das ist ein guter Leihdeal. Haben wir auch jetzt summa summarum echt nicht viel Geld ausgegeben. Ich sag auch stabiler Kader. Da ist er. Unsere neue Nummer. Was kriegt er? Wollen wir gleich mal gucken. Ey, Matsicani ist hoch, Chat. Der Goat. Der Goat ist auf 71 hoch. Nice. Ja, wir haben ja die 13 frei. Soll er die 13 nehmen? Wir gucken mal in die Top-Transfers rein. Oh, Alter. Okay.
Osimhen zu United aber gar nicht so unrealistisch. Theo Hernandez zu City auch wild. Ich muss sagen, ich gebe, glaube ich, der Transferperiode. Das Garke-Ding war ein bisschen lost, aber ich würde dem Ganzen hier so eine 2 geben. Keine sehr gute Transferperiode, aber eine gute. Okay, Scouting-Update. Ui, Andreas Meyer, 46 bis 64, 1,1 Millionen wert. Let's go. Knappenschmiede ist da. Geil, Alter. Sehr gutes Talent. Kann man auch mal mit hochziehen. Ja, ist ja, glaube ich, noch stärker, ne? Vor allem mit der Physis. Vor allem halt auch sehr interessant für die Zukunft. Linksfuß Innenverteidiger. Der hat 5-Star-Skills. Lol, der wird gezüchtet, der Mann. Linksverteidiger ist eigentlich der beste Call, weil der ist schnell, der hat Skills, der ist ein guter Allrounder, kann passen, kann dribbeln, kann verteidigen, hat die Physis. Wir machen LV. Vor allem, der ist auch nur 1,80 Meter groß, da passt das. Digga, ich hab ihn so gehatet. Und Dompe ist Player of the Month. Andere Länder blicken voller Neid auf Schalke 04, Boss. Lest euch das mal bitte durch. Andere Länder blicken voller Neid auf Schalke 04, Boss. Rammel entwickelt sich immer mehr zu einem hochgehandelten Mann in der Welt der Fußballtrainer. Derzeit macht er sich durch seine Arbeit bei Schalke 04 einen Namen. Wie wir exklusiv aus dem Umfeld von Rammel und Schalke erfahren haben, gab es gestern ein Treffen mit Vertretern des Schwedenverbands. Die Vertragsverhandlungen stehen wohl noch am Anfang. Nein, ich will nicht Nationaltrainer werden. Halt's Maul. Auswärts bei der Hertha. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder mit dem 4-2-3-1 rein, oder Chat? Ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich würde gerne die Trikots ändern. Ja, wie spielen wir das denn jetzt? In was für Trikots soll ich denn hier spielen? So? Ich spiele Highlights. Highlights, Freunde. Hertha gegen Schalke. Top-Spiel. Und vielleicht kommt auch Keke Top rein. Ausverkauftes Olympiastadion in der zweiten Liga. Ganz viele Schalke Auswärtsfans mit dabei. Da kommen sie aufs Feld. Boah, was eine Atmosphäre im Olympiastadion. Komplett voll das Ding. Boah, Junge. Hört ihr den Sound? Hertha-Fans sind komplett da. Ojan guckt wieder so, als wäre gerade einer gestorben. Perfekt. Was ist denn mit Ojan los? Thomas. Christensen. Fabra Kempf, Rogel Kenny. Serdar Sunic. Cherhan, Luke Bakio. Boah, ist halt schon eine starke Truppe, ne? Guckt dir mal die Schalke an. Die haben auch eine geile Truppe. Ja, beide auch einfach genau die gleichen Trainingsanzüge. Perfekt. Ralle im Kasten. Ojan, Matriciani, Nagalo. Lass mir wieder von Anfang an. Terodde Einzelspitze, wie er wollte. Wir gehen rein. Hertha mit der ersten Offensivaktion. Ja, Nagalo, da bist du. Oh. 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 Alles gut. Nichts passiert. Oh, wir haben eine Chance. Terodde im 1 gegen 1. Kann er das mit Tempo lösen? Kann er das lösen? Terodde! 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 Und da ist er wieder! Da ist er wieder! Simon! Wichtiges Tor! Oh, Henning. Im 1 gegen 1 gegen Gangkamp. Die beiden U21 Nationalspieler! Henning Matriciani, meine Freunde! Habt ihr das Tackling gesehen? Luke Bakio. Henning übernimmt. Digga, Henning macht ein Topspiel. Henning macht ein absolutes Topspiel gegen Gangkamp. Ja, Nagalo ist da stark. Und das war's, Freunde. Wir gewinnen das Topspiel bei der Hertha mit 0 zu 1. Wichtig. Rüdiger Rammels blaue Haare wehen durch die kalte Luft abends im Olympiastadion. 3 Punkte aus der Hauptstadt mitgenommen. Simon Terodde hat aktuell eine Torprognose von 47 Hütten. Perfekt. 5 Spiele, 7 Tore, Simon Terodde. Krank. Es läuft, es läuft. Hamburg stolpert in Elversberg. Hatte schon gefürchtet, ausgebuddelt zu werden. Die Neuzugänge und die Schlagzeilen in den Medien hatten mich wirklich beunruhigt. Danke, dass Sie das jetzt geklärt haben. Du machst das super, Kaminski. Alles, alles super, Kaminski. Italien kenne ich gar nicht. Von Wien Wiesbaden. 5 Hütten. Dompe auch schon 4. Ich hätte ihn nicht haten dürfen. Serdar 3. Skripski 4. Terodde hat mittlerweile 8 nach 6 Spielen. Den guten Lauf jetzt weitermachen. Ey, Terodde Form plus 6. Kaminski macht es halt aktuell ganz gut. Dann nehmen wir mal Nagalo raus. Kaminski. Wenn wir da jetzt wieder gewinnen, haben wir einen Top-Saisonstart. Ich werde Hollerbach einwechseln. Der wird seine ersten Minuten bekommen. Aber nicht direkt von Anfang an. Boah, aber Wiesbaden! Legt los wie die Feuerwehr. Oh, Salazar in den Pfosten. Scheiße. Digga, Wiesbaden, Alter. Yo, Wiesbaden, chill mal. Ich werde von Wiesbaden geklatscht. Brunner, Superball. Ja! Ja! Ja, lass mal die gemacht! Die lenkt die Sau! Terodde mit der Vorlage. Ball mitnehmen, weiter geht's. Hollerbach ist drin. Terodde. Hollerbach! Hollerbach gegen den Ex-Verein und der jubelt, der jubelt, der jubelt gegen den Ex-Verein, ohne Gnade. Nein, 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 nein,
Ja, musst du mitnehmen, das Unentschieden. Musst du mitnehmen, das Unentschieden. Nach 0-2 Rückstand ist okay, sag ich ehrlich. Joker Hollerbach als Retter in der Not. Ey, stark, direkt beim Debüt getroffen. Als Schalke 04 in einem engen Spiel einer Niederlage entgegen ging, sorgte der eingewechselte Hollerbach dafür, dass am Ende doch ein verdientes Unentschieden rauskam. Lass mit Tor und Vorlage, ne? Ich sag euch ehrlich, Hollerbach Startelf. Auch wenn Karaman hier plus 5 hat, aber Hollerbach Startelf hat er sich verdient. Come on! Terodde, Salazar, Lassme treffen. 3-1 Auswärtssieg. Big. Also Terodde und Lassme komplett in Form, ne? Probleme bei Rodrigo Salazar nehmen kein Ende. Kriegt ein neues TNO-Paket, dann ist doch gut. Wie wird der Trainer im Hinblick auf die Zukunft des Spielers bei Schalke entscheiden? Junge, der Mann ist da, Alter. Drexler 7-6 als eingewechselten. Safe 1-2 Vorlagen. Gegen wen spielen wir als nächstes? Zu Hause gegen Magdeburg. Henny Bollerbach. Ich möchte hier einmal klarstellen, dass ich gegen meinen Ex-Verein nicht freiwillig gejubelt habe. Ich wurde vom Coach dazu gezwungen. Er sagte, ich müsste sonst Keke zeigen, wie man richtige Tore schießt. Heimspiel gegen Magdeburg, Freunde. Ich glaube, ich werde Drexler spielen lassen. Der war halt sehr stark nach Einwechslung. Domme Drexler. Und ich würde gerne Uedra Ogo mal die Chance geben. Uedra Ogo für Seguin. Einfach jetzt den Trend weiter fortführen. Weiter fort. Boah, blau gegen blau. Geile Trikotauswahl. Sehr, sehr geile Trikots. Nee, super, wirklich. Ja, jetzt wieder. Da geht er wieder ab, Junge. Der ist so schnell. Boah, schade. Oh, Jan mit der Ecke. Drexler! Rüdiger Rammel zu rechts sauer. Chancenverwertung bodenlos. Kommt, Terodde. Über Umwege! Ja! Die Lebensversicherung! Die Lebensversicherung, Freunde! Wer sonst, Digga? Wer sonst? Es gibt keinen anderen, der es besser kann, Freunde. Es gibt keinen. Und da ist wieder Terodde. Da ist wieder! Da ist wieder! Simon Terodde! Der nächste Doppelpack. Es ist so krank. Es ist einfach wie, als Schalke vor 2 Jahren in der zweiten Liga war. Der Mann ist so eine Lebensversicherung. Polter! Und es poltert! Und es poltert! GG's! 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 Sehr zufriedenstellendes Heimspiel. Clap! Clap! Ab der 70. einmal richtig schön aufgedreht. Ey, es ist geisteskrank, auf was für einer Streak dieser Terodde ist. Es ist wirklich wild. Es ist wirklich richtig, richtig wild. Bleiben Tabellenerster vor Düsseldorf und Hannover. Hamburg auf der 4. Terodde Führender der Torschützenliste. 9 Spiele, 11 Tore. Uedra Ogo, Ellenbogenverletzung. 5 Tage, das ist entspannt. Ey, guck mal, Terodde meldet sich sogar. Wie gut ich mit dem Kapitän connected bin. Hey Boss, bei uns läuft es in letzter Zeit richtig gut. Sie wissen, wie glücklich ich bin, für Sie und diesen Verein spielen zu dürfen. Aber vielleicht wäre es der richtige Er möchte verlängern. Karaman, bester Vorlagengeber der zweiten Liga. Auch schon 5 Vorlagen. Safe Call. Safe Call, Simon. Komm in mein Büro, ich hab richtig Bock. Komm in mein Büro, Simon. Schön, dass Sie hier sind. Bitte nehmen Sie Platz. Ey. Guck mal, der hat von... Es ist wie in Real Life. Er hat von sich selber aus gefragt, ob man hier nochmal verlängert. Ja, wichtig. Rolle im Kader, wichtig. Das wird dann in der nächsten Saison wahrscheinlich tendenziell weniger. Dem muss er sich halt klar sein. Passt. Super. Super. Ja, ich würde halt schon ein Jahr verlängern, ne? Also, sonst brauchen wir hier nicht quatschen. Ein Jahr soll schon oben drauf. Passt. Freigabesumme machen wir nicht? Nee. Nee, gibt's keine Freigabesumme. Nicht mehr in dem Alter, mein Freund. Nicht mehr in dem Alter. Ja, die Frage ist jetzt halt Gehalt. Ich würde ein bisschen runtergehen, oder? Was hättet ihr gesagt? Ich würde ein bisschen runtergehen. Ich mache 7,5, dann aber Bonis. Für 25 Tore plus gibt es nochmal 25.000. Für jedes Tor 1.000 Euro. Simon Terodde bleibt Schalker. Simon Terodde bleibt bei den Königsblauen bis einschließlich 2024. Der Deal ist verlängert. Und ich sag, der Mann ist jetzt doppelt motiviert, Freunde. Weil jetzt gibt es auch noch extra Kohle für die Tore. Hier, guck mal. Terodde unterschreibt einen neuen Vertrag. Cool, cool, cool. Ja, die Teasies machen einen Stadionblock hier. Dann machen wir das schnelle. Ey, come on. Jetzt einfach weiter oben bleiben. Brunner ist auf eine 75 übrigens hoch. Nein! Terodde trifft, aber wir verlieren 2-1. Wir gehen am Betzenberg rutschen. Clement und John Zimmer. Zweite Saisonniederlage. Ey, aber jetzt gegen Braunschweig. Ich bitte euch.
Braunschweig ist 17. mit 6 Punkten. Daher Hamburg zieht durch da vorne und Düsseldorf auch. Fährmann bleibt bei 74, da wird sich in dem Alter nichts mehr tun. Polter, gerade gut in Form, auf dem Weg zu 73, sehr nice. Ja, Terodde, das ist halt so bitter, der zerbombt die Liga und geht runter, ne? Ich hasse es. Keke Top, einen hoch, hat Doppel 5 mittlerweile der Mann. Hollerbach ist in 3 Wochen RM, das ist auch geil. Können wir echt überlegen, ob wir den fest verpflichten. Ja, Lassme braucht noch, bis der LM wird, aber Lassme finde ich auch super. Karaman macht's auch solide. Kozuki müssten wir halt vielleicht auch mal, ja, also Salazar ist halt heftig, ne, wie der hochgeht. Also für Salazar ist die zweite Liga eine komplette Spielwiese. Drexler, Wedra Ogo geht auf 62 bald, sick, das ist sehr geil. Ich überlege, ob ich dem mal ZDM gebe. Das dauert zu lange. Pass mal auf, ich mache dann folgendes einfach. Schallenberg ist auf 74. Ich mache Seguin wieder zum ZM. Und dann bauen wir in-game einfach eine ZM-Position ein. Oh, Kaminski entwickelt sich sogar auch. Henning in 8 Wochen 72. Big, Junge. Henning ganz stark. Und er entwickelt sich auch bei Tempo. Das ist das Geilste. Henning wird so eine Pace-Sau. Ich predikte jetzt schon mal, den kriegen wir irgendwann auf 90 Tempo Innenverteidiger. Nagalo auch strong. 6 Wochen 72. Ojan spielt wieder auch eine sehr starke Saison. Ey, gab's wirklich das Here We Go von Arda Güler zu Real Madrid? Als ob. Arda Güler zu Real Madrid. Here We Go. Arnes, was sagst du? Oh, Pressekonferenz. Ich muss mit der Presse reden. Willkommen zu der Pressekonferenz. Willkommen zu der Pressekonferenz. Warum halten Sie an Seguin als Startspieler fest, obwohl in den letzten Spielen kein Aufwärtstrend zu erkennen ist? Er steckt halt in der Krise, Mann. Wir haben Uedra Ogo dahinter. Er wird auch spielen. So, liege ich jetzt einfach auf der PK. Uedra Ogo wird spielen. Ist die Mannschaft gut genug, um die Wende zu schaffen? Natürlich. Junge, wir waren die ganze Zeit Erster, sind jetzt einmal Dritter. Chillt ein bisschen. Auf dem Papier sind Eintracht Braunschweig und Schalke ziemlich ebenbürtig. Digga, ich bin Dritter, die sind 17. Wir müssen ein gutes Spiel zeigen, wir machen die weg, Digga. Was soll das? Das ist respektlos. Ganz schnell runter von dieser Pressekonferenz. Lass mich rein ins Spiel. Partie spielen. Ich mach die Täumende schon mal bereit, die werde ich brauchen. Ich sag, wir führen nach 20 Minuten 1-0. Team ist komplett da. Und Karaman, geh mal ab, Junge. Drexler, Trichrode! Es war abseits. Oh, ich wollte schon die Ecke machen. Ah, es war abseits. Oh, Drexler. Und deshalb bin ich ein Star-Trainer. Weil die jungen Wilden das Vertrauen bekommen. Uedra Ogo mit dem 1:0 vor der 20. Minute, wie ich es gesagt habe. Wie ich es gesagt habe. Deshalb bin ich ein Meistermacher und ein Star-Trainer. Oh, schade. Uedra Ogo. Salazar, Drexler, Terodde! Terodde! Wir sind da. Wir sind da, Chat. Einmal bisschen Stress, weil wir ein Spiel verloren haben. Presse schon wieder am Eskalieren. Oh, super Ball. Super. Super. Super! Es ist überragend! Es ist überragend! Es ist überragend! Schalalala, schalalalalalalala, Schalke! Hollerbach. Ojan. Oh, fast die Rodde. Hollerbach. Uedra Ogo! Keke! 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 Zeig's den Kritikern! Was ist das für ein Jubel? Was ist das für ein komischer Jubel? Keke ist da, Junge. Keke ist da! Gerade reingeworfen. Mit dem Abstauber. Mit dem Abstauber, Freunde. 4-0. Das Ding kannst du zumachen. Das Ding kannst du zumachen. Boah, Keke. Klein Skill eingebaut, oder was? Digga. Digga, es ist eine Machtdemonstration. Es ist eine absolute Machtdemonstration hier im Ruhrgebiet. Terodde mit dem nächsten Doppelpack. 5:0. 5:0. Vorbei. Clap. Ganz, ganz großer Clap, Freunde. Ganz, ganz großer Clap. Also so kann es immer laufen. So kann es immer laufen, Freunde. Leider immer noch Dritter. Düsseldorf und Hamburg einen vor. Aber die Offensive ist brutal, ey. Hertha kommt jetzt langsam wieder. 17 Punkte. Es läuft, Freunde. Es läuft. Ein, zwei kleine Schwierigkeiten haben wir noch. Aber all in all läuft's. Lasst auf jeden Fall ein Like da auf dem Video, wenn ihr das hier gerade seht. Ihr seht, Simon Terodde, Rekordtempo, aktuelle Torprognose für die zweite Liga, 43 Tore. Der Mann eskaliert alles weg, eskaliert ihr hier mit den Likes auf YouTube. Wenn ihr das Video seht, das kommt auf einem Sonntag online, streamen wir heute Abend wieder Karriere. Also unbedingt vorbeischauen, wir sind heute Abend circa ab 18 Uhr live. Da geht die Karriere weiter, verpasst es nicht, wenn ihr live mit dabei sein wollt. Ansonsten kommt aber alles auf YouTube online.
Und danke für den Support. Kuss, Kuss.